Steigen wir noch ein in die Low Density Parity Check Codes. Was ist das eigentlich? Also, wir können das Wort erstmal auseinandernehmen. Also Low Density heißt niedrige Dichte. Es geht wieder um Matrizen. Also es ist letztlich deswegen habe ich auch das mit der Matrixbeschreibung hier nochmal eingeführt. Es geht wieder um Matrizen und lineare Codes. Und eine Low Density, also eine dünn besetzte, das ist die deutsche Übersetzung davon, eine dünn besetzte Matrix ist eine mit wenigen Einsen oder wenigen Nicht-Null-Einträgen. Das ist das Entscheidende. Es geht hier nur um 0 und 1, deswegen geht es hier darum, dass nur wenige Einsen in dieser Matrix drinstehen. Und Parity heißt, dass also hier auch wieder die Parität bestimmt wird, so wie das eben vorher auch war. Also dass letztlich die Dinger, die Nutzbits irgendwie miteinander verknüpft werden und dann eine Parität entsteht. So, was ist die Geschichte dazu? Also bekannt sind diese Dinge seit einer Arbeit Mitte der 60er Jahre von einem Gallagher, das war eine Doktorarbeit. Und der hat die Dinger gefunden und hat damit auch ein bisschen was rumgerechnet mit diesen Codes. Hat es aber anscheinend nicht so wirklich auf den Punkt gebracht, was man damit machen kann und was die Leistungsfähigkeit ist. Und man hat, weil man die digitalen Übertragungssysteme ja noch nicht hatte, hat die auch gar nicht so nutzen können oder nutzen wollen. Und dementsprechend sind die auch in Vergessenheit geraten. Denn diese Low-Density Parity Check Codes sind tatsächlich in der Lage, ganz, ganz dicht an die Shannon-Grenze dran zu kommen. In den 90er Jahren, 1992 oder so, hat man dann die Turbo-Codes gefunden. Das sind bestimmte Art von Faltungscodes, die miteinander verkettet werden, also zwei Faltungscodes, die miteinander verkettet werden und die dann über einen iterativen Dekodieralgorithmus die Bitfehler dann finden und korrigieren können. Das waren dann die ersten damals bekannten Codes, die es geschafft haben, in die Nähe der Shannon-Grenze zu kommen, bis auf unter 1 dB an die Shannon-Grenze ranzukommen. Und dann erst viel später hat man die LDPCs wiedergefunden. Also die sind eigentlich die Erstbekannten, aber die haben leider nicht die Ehre, die Erstbekannten zu sein, weil man hat sie wieder vergessen zwischendurch. So, und jetzt hat man die auch gefunden, wiederentdeckt im Prinzip und setzt sie auch ein. Sie sahen schon wieder aus, als wollen Sie eine Frage stellen, ne? Ja. Gibt es irgendwie Organisationen oder was für so eine Doktorarbeit oder eben Dachvereine oder was? Weil das ist ja saudumm eigentlich, damit man das angehäufte Wissen einfach in den Müll oder einfach nicht beachtet. Das ist ja, das ist der Unterschied zwischen Kenntnis und Erkenntnis. Erkenntnisse stehen in der Bibliothek, wie eben auch Doktorarbeiten, ja. In der Regel im Keller und nicht nur mit dem Handapparat. Und Kenntnisse hat man. Ja. Also da können Sie ganze Industrie drauf aufbauen, auf Ihrer Frage eigentlich. Ja, man macht das ja auch. Das ist Wissensmanagement. Sie brauchen gar nicht so weit zu, also weltweit das Wissen zu managen ist ja mal eine Sache. Aber das, also wie das faktisch passiert, ist über Köpfe. Also es gibt Leute, die in der Industrie oder in dem Fachgebiet tätig sind, sich da auskennen und dann eben einen Lehrstuhl innehaben. An der Universität oder so. Und letztlich sind das die, die dieses Wissen irgendwie haben müssen. Da gab es doch mal und da könnte man doch und dieses könnte man nehmen und so weiter. Und das dann weitertragen an Studenten, Doktoranden und so weiter. Das ist eigentlich der Weg. Der andere Weg ist, man hat es in der Bibliothek und kann es dann da durch Suchworte finden. Das konnte man ja schon mit dem Karteikasten. Heute geht es ein bisschen schneller. Dadurch, dass man Google hat und so. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe von Google Scholar oder so, das Wissen der Welt zu katalogisieren. Ist aber ja nicht ganz ohne Widerspruch, ne, was Google da macht. So, aber ja, und Sie brauchen gar nicht so weit zu gehen, dass man all dieses Wissen hat, sondern gab also bei Siemens immer den Spruch, wenn Siemens wüsste, was Siemens alles weiß. Ne? Die Firma ist auch riesengroß und dieses Knowledge Management ist eine große Herausforderung gewesen, was ja schon daran scheitert, dass nicht unbedingt jeder Mitarbeiter sein Wissen in ein frei zugängliches Wikipedia eintragen möchte, weil er hätte es ja gerne lieber selber hier und möchte es auch gerne da haben, weil er möchte ja gefragt werden und letztlich Geld fürs gefragt werden kriegen und nicht es irgendwo hinschreiben und dann kann es jeder umsonst nachlesen. Ne? So, insofern ist es fast schon revolutionär, dass ich meine Vorlesungen auf eine frei zugängliche Webseite stelle, ohne dass es was kostet, weil da müsste jetzt ja keiner mehr hier hingehen und hier studieren oder so, sondern kann sich ja meine...
So. Aber das war gar nicht das Thema heute, aber ist ein genauso spannendes wie dieses. Okay, so, was macht man denn mit dieser, bei dieser Matrix? Ich habe ja unten drunter jetzt mal eine von diesen Permutations- bzw. Prüfmatrizen aufgeschrieben. Also die H, kennen Sie, die Nomenklatur ist nämlich die gleiche. Wir haben wieder K Quellenbits, also das sind unsere Nutzbits. Und wir haben wieder N-Bit, die wir dann hinterher über den Kanal schicken. Das heißt, die Differenz zwischen den beiden, also M, ist die zugefügte Redundanz, sind also die Paritätsbits, die wir dann dazufügen. Also die Nomenklatur bleibt die gleiche. Das heißt also, letztlich haben wir hier, wenn wir die Prüfmatrix betrachten, die Aufgabe, dass wir hier die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in diesen 2, 12 empfangenen Bits hier dran multiplizieren. Wenn wir das tun, kommen dann unsere 1, 2, 3, 9 Bits, K Nutzbits wieder raus. Ja. So, das ist der Prüfalgorithmus. Wir haben also hier, ich schreibe es nochmal genau hin, N gleich 12 Spalten mit K gleich 9 Zeilen in der Prüfmatrix mit M gleich 3 Redundanzstellen. Ne? So, die Frage ist, wie verknüpft man die jetzt? Also man sieht immer zu, dass man möglichst wenig, also man will möglichst wenig Einsen da drin haben. Das heißt, man würde die ganze Geschichte jetzt aufteilen in Untermatrizen. 1, 2, 3 Untermatrizen sind es in diesem Fall. Weil, genau. Und was ist? Und da verteilt man erst einmal Einsen. Hier habe ich es erstmal so gemacht, dass ich hier zeilenweise die Einsen so verteilt habe, dass erstmal nur blockweise die hier drin auftauchen. Und dann sehe ich zu, dass ich in jede Spalte spaltenweise vorgehe und in jede Spalte, in der noch keine drei Einsen in diesem Fall stehen, eine weitere Eins verteile. Und zwar an anderer Stelle, damit sie nicht in der gleichen Reihe auftauchen. Das wäre dann in dieser Untermatrix hier gewesen. Und in der Untermatrix hier muss ich das auch noch machen. Hier kann ich immer die erste Stelle nehmen. So, dann war aber hier schon die zweite Stelle besetzt. Also gehe ich hier auf die letzte und so weiter. Versuche ich dann. Ist ein ganz bisschen wie Sudoku. Es geht darum, diese Matrix soll natürlich auch eine reguläre mal, also soll letztlich keine sein, wo Zeilen redundant sind. Nicht? Denn dann hätten sie ja dasselbe eigentlich mit den Bits, dieselben Bits nochmal miteinander verknüpft. Das ist so, wie alles zweimal sagen. Das ist zwar auch eine Redundanzerhöhung, aber das bringt nicht mathematisch gesehen nicht so viel Gewinn, wie eben eine etwas andere Verknüpfung bringen würde. Okay, so, was haben wir jetzt hier? Die Konzentration gucken wir uns nochmal kurz an. Also, wir wählen hier das, dann dazu eben auch die Anzahl der Untermatrizen WC, auch gleich 3. So, das sind also die Parameter. Das heißt, wir kommen mit dem hier zusammen auf 3 Untermatrizen. Also wenn drei Untermatrizen da sein sollen und wir 9 Zeilen haben, dann muss das eben ganz auf, müssen das eben 3 Untermatrizen werden. Jo. Und gut, und dann mache ich eben genau das, was ich gesagt habe. Ich sage, pro Reihe will ich eben 4 Einsen haben. Das ist das WR, das Gewicht der Reihen. Gewicht der Spalte, Gewicht der Zeile. Gewicht ist immer die Anzahl der Einsen, die da drin ist. Und dann mache ich eben meine Konstruktion in den Untermatrizen genau, wie ich es eben beschrieben habe. Ich fülle eben hier die erste Zeile auf mit 4 Einsen, die zweite, die dritte. Und dann gehe ich hier in die zweite Untermatrize. Auch da sehe ich wieder zu, dass ich 1, 2, 3, 4 Einsen pro Zeile kriege, aber eben jetzt nicht mehr so verteilt blockweise, wie ich das hier eben gemacht habe, sondern eben etwas anders verteilt. So, was dabei daraus jetzt entsteht, ist eben diese Prüfmatrix.
Sie können sich leicht denken, dass das ein unsystematischer Code ist. Was heißt erst einmal unsystematischer Code? Erinnert sich noch einer? Wo ist das denn ja gewesen letzte Woche oder vorletzte Woche? Und was ist ein systematischer Code? Und was ist der Unterschied? Das sind drei Fragen. In einer Prüfung haben Sie, also kommen Sie in die mündliche Prüfung, stelle ich Ihnen drei Fragen. Was ist ein systematischer Code? Wenn Sie das nicht wissen, frage ich Sie, was ist ein unsystematischer Code? Und dann können Sie beschließen, ob Sie da schon durchgefallen sein wollen, wenn Sie auch das nicht wissen, oder ob Sie auf die dritte Frage bestehen und die würde sein, was ist der Unterschied zwischen einem systematischen und unsystematischen Code? Das war ein Witz. Hier kommt keine mündliche Prüfung. Das wissen Sie hoffentlich zu verhindern. Der unsystematische Code, da sind die Ursprungsbits nicht mehr ablesbar. Im systematischen Code sind die Ursprungsbits ablesbar. Und der Unterschied ist genau das. Ne? So, wenn ich hier raus nämlich die Generatormatrix designen will, dann ist das ja im Prinzip das transponiert in, also im Prinzip eine inverse Form von diesem Ding hier, dann wird da wohl kaum ein Teil davon eine Einheitsmatrix sein. Das wäre hoch unwahrscheinlich, oder? So, und weil das so ist, ist das als solches erst einmal unsystematisch, weil nämlich das eigentliche Datenwort dann nicht mehr auftauchen wird, also kein Teil der Generatormatrix die Einheitsmatrix sein wird. Okay, das ist erstmal doof, weil nämlich die systematischen Codes nämlich den großen Vorteil haben, dass ich ja einen Teil der Bits ablesen kann. Wenn ich also nur gecheckt habe, ob sie alle richtig sind, das kann ich ja machen, indem ich mir beispielsweise das Syndrom oder sowas ausrechne und einfach den Paritätscheck mache. Das ist relativ schnell rauszufinden, ist die Übertragung fehlerfrei gewesen oder nicht. Wenn ich weiß, sie war fehlerfrei, kann ich ganz einfach die Nutzbits rausnehmen, weil sie sind ja im Klartext lesbar. Spare also sehr viel Rechenzeit. So, erst wenn eine ganze Menge Fehler auftauchen oder so, dann werde ich wirklich in den Dekodierungsalgorithmus reingehen müssen und die Fehler korrigieren müssen. Okay, so, deswegen möchte man systematische Bits eigentlich ganz gerne haben. Und bei der Codierung hat es natürlich auch ein paar Vorteile, weil ein paar Bits, ein paar Stellen brauche ich einfach nur durchzureichen und muss die nicht auch noch ausrechnen. Okay, so. Also scheint erstmal ein Nachteil zu sein, muss es aber nicht unbedingt. Denn ich kann auch versuchen, dass ich eine systematische Matrix erreiche. So. Wenn jetzt aber die Fehlerrate so hoch ist, dann ist ja das kein Vorteil mehr, ja. Und wenn man da jetzt genau an die Grenze hingehen möchte, dann kommt automatisch an die höheren Fehlerraten. Dann schwindet der Vorteil erheblich, ja. Deswegen hat man da ja zum Beispiel, also weil sie auch mehr können, hat man da ja zum Beispiel auch Faltungscodes genommen oder so. Die sind ja auch unsystematisch als solches. Also nicht zwangs, sie finden da schon die Originalbits normalerweise drin in dem Strom, nicht? Oder manchmal, kommt auch auf den Faltungscode drauf an, nicht? Wie die miteinander gefaltet werden, aber im Kern sind sie erstmal unsystematisch. Und sie gehen durch den Dekodieralgorithmus, also sprich den Viterbi oder sowas, um das Ergebnis rauszukriegen. Und klar, macht Sinn, weil die Fehlerrate eh so hoch ist, dass man den Vorteil von systematischen gar nicht nutzen konnte. Umgekehrt, da wo die Fehlerrate sehr gering ist, bei der SDH-Übertragung oder bei der Ethernet-kabelgebundenen Übertragung mit niedrigen Bitraten, da haben Sie einfach nur eine Checksumme hinten. Da wird die Checksumme bestimmt und dann geht es hopp oder top. Und entweder Sie verwerfen den ganzen Block oder Sie nehmen die Bits. Da wird nicht groß dekodiert und Fehler korrigiert. Das geben die Codes gar nicht her. Und das da, weil natürlich der Signalrauschabstand da groß ist. Da nutzt man den Vorteil tatsächlich. Okay. So. Ja gut, das ist jetzt hier irgendwie eine
das ist, eigentlich nur Vokabeln lernen, was ich noch hingeschrieben habe. Also wenn tatsächlich, wenn hier N mal WC gleich M mal WR gilt, dann haben wir eine regulären LDPC, ansonsten hat man irreguläre, worauf wir aber gar nicht weiter eingehen. So, diese Matrix, die ich jetzt da aufgebaut habe, das war eine sehr, also führte zwar zu einem unsystematischen Code, war aber eine sehr strikte und sehr systematische Füllung dieser Dinger. Und man kann das auch etwas anders machen, indem man hier einen anderen Algorithmus verwendet. Nämlich also das Ganze in den Algorithmus hier fassen, Entschuldigung, und zwar mit der Nullmatrix anfangen, nacheinander jede Spalte mit WC1en auffüllen in eigentlich beliebigen Reihen, die noch nicht das volle Gewicht haben. Ne? Also einfach so willkürlich da was reinverteilen und dann nochmal überprüfen, ob denn da ein Überlapp zwischen den einzelnen Reihen stattgefunden hat. Und wenn das so ist, dann die Matrix nochmal verändern, sodass eben da die Zeilen nicht komplett redundant zueinander sind. So, und so könnte man beispielsweise so eine etwas größere Matrix hier mit n gleich 20 und einer Rate von 3/4 so aufbauen, indem man hier eben willkürlich ebenso mit 3 bzw. 4 Einsen, indem man eben willkürlich hier, also da die 1 und da die 1 und so weiter reinpackt und dann aber immer checkt, dass man in den Gewichten hier bei 3 maximal bleibt und hier bei 4. So, diese Matrix wurde jetzt also auf eine völlig unsystematische, willkürliche Art und Weise gewürfelt. Hat also jetzt weniger mit Sudoku zu tun, ne? Sagen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Zeilen, wenn Sie nachzählen wollen, das andere müssten 20 sein, steht ja oben dran, ne? Und diese Matrix ist jetzt auch so designt worden, dass sie tatsächlich einen Rang von 15 hat, also jetzt nicht zwei Zeilen auch nochmal so sich überlappen, dass die linear wieder abhängig sind und dann eigentlich auch noch rausfallen würden. Linear Unabhängigkeit von Zeilen in Matrizen und Rang einer Matrix sagt Ihnen noch was, ne? Erstes Semester Mathe. Dürfte das gewesen sein. Okay, auch das Ding hier gibt ja zwangsweise nicht unbedingt einen systematischen Code, wie man sich leicht denken kann, denn so ist es nicht designt. Was es aber ist, ist natürlich, da wäre es besser gewesen, ich hätte die Nullen vielleicht in Grau oder so gemacht. Man erkennt, dass hier nur ein ganz geringer Teil Einsen drinstehen. Nämlich eigentlich nur 4/20, also 20% Besetzung der Matrix vorliegt. Das ist im mathematischen Sinne noch nicht eine dünn besetzte Matrix, aber wir reden auch im mathematischen Sinne von einer kleinen Matrix hier. Also es mag jetzt für jemanden, der Mathe 1 gehört hat oder so, irgendwie als große Matrix erscheinen. In der Numerik, Kodierungstheorie, Mathematik und so weiter ist das aber was Kleines hier. Sondern wie eine große Matrix ist so bei 1000 Kantenlänge, ne? Oder drüber. So. Gut, was man jetzt natürlich noch machen kann, um daraus einen systematischen Code zu generieren, ist, man kann die Matrix jetzt natürlich so umsortieren, dass ein Teil, nämlich der Prüfteil hier hinten dieser Matrix, die Einheitsmatrix wird. Und das habe ich hier gemacht, nicht? Also das kann man jetzt so durch Gauss-Umformprozesse und so weiter, kann man das natürlich hinkriegen. Dann verschiebt sich das Ganze hierhin. Das ist jetzt nicht mehr notwendigerweise hier wirklich so genauso dünn besetzt, wie das vorher war. Sie sehen, dass hier also auch das Gewicht der einzelnen Zeilen größer geworden ist. Oben stimmt es noch, aber hier sind es schon 6. Ne? Dafür sind es dann da 2 und so. Ja. Gut, und an der Stelle belasse ich es auch einfach mal bei den LDPC-Codes. Wir reden gleich nochmal über eine tatsächlich real existierende Implementation von diesen Dingern. Die ziehen jetzt eigentlich ihren Gewinn aus einem iterativen Dekodieralgorithmus. Also wenn Sie da brennendes Interesse dran haben, dann könnten wir das mal zusammen aufarbeiten und kann ich dazu noch eine Vorlesung machen. Eigentlich wollte ich das hier nicht mehr tun. Also mich selber würde es auch noch mal interessieren, mich da tiefer einzugraben.
Aber das ist nicht so gar so einfach. Ne? Das ist. Also, wir sind auf dem Level, dass Sie so in etwa wissen, was LDPC ist, aber nicht, wie es wirklich funktioniert. Den haben wir nicht erreicht, den Level. Und für die Klausur wäre das eh nichts, weil mit 20 mal 20 und viel kleiner müsste man nicht arbeiten. In der Klausur arbeiten zu wollen, ist auch Blödsinn. Gut. Zyklische Codes. Wie viel haben Sie davon schon erfahren? Also Checksummen, darum geht's. Sind Sie da in anderen Vorlesungen schon tief? Ja, wir gehen jetzt einfach mal ganz kurz, also wirklich schnell da durch und an den Stellen, wo Sie meinen, dass Sie mehr darüber wissen wollen, haken Sie einfach ein. Und dann gehen wir da nochmal in der Tiefe drauf ein. So, was hat man von vornherein hier die Codewörter? Jo. So aufgebaut und kann die als Polynome schreiben. Das hatten wir, das ist eben schon gefallen. Dann gibt es hier ein Generatorpolynom, das man auch so schreiben kann. Und ja? Wie kommt man jetzt eigentlich auf die Generatorpolynome? Ausprobieren. Naja, es gibt eine. Die Antwort war eigentlich zu kurz. Im Prinzip sind es die größtmöglichen Primzahlen, die Sie da mit den Stellen darstellen können. Ja. Also, die Generatorpolynome sind, wenn Sie die dezimal ausdrücken oder wenn Sie sich die einfach hinschreiben, sind das eigentlich immer Primzahlen. Also, sie sind nicht zerlegbar. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Und es sind die größtmöglichen, die Sie in dem Zahlenraum beschreiben können. Das heißt also, wenn Sie hier sagen, Sie wollen meinetwegen 5 Stellen haben, dann wäre 3 eine schlechte Wahl. Ne? Also selbst bei 5 binären Stellen, das geht ja bis 31. Ne? Und da wäre 3 eine zu kleine Primzahl, sondern Sie würden eine möglichst große Primzahl verwenden, da wäre dann die 23 oder eben die 31 selber angezeigt. So kommt man da drauf. So ist zum Beispiel, haben Sie alle schon verwendet? Wo nutzen Sie diese Checksummen im täglichen Leben teilweise schon von Hand? Also ohne, dass Sie die ausrechnen, aber dass Sie sie eintippen. Bitte? Nee. Ja, genau. Die IBAN ist das. Ne? Die IBAN fängt in Deutschland an mit DE für Deutschland und geht dann weiter mit der zweistelligen Prüfziffer. Und danach kommt dann die aneinander gekettet Bankleitzahl mit Kontonummer. So, und? BIC, das ist ja nochmal eine Checksumme. Nee. Das ist einfach die Kennung der Bank. Die BIC ist keine Prüfsumme. Ist auch keine Prüfsumme drin. Prüfziffer, die bildet sich daraus, dass Sie Bankleitzahl dahinter mit entsprechenden Nullen aufgefüllt die Kontonummer packen, dann die Buchstaben DE in dem Fall, nummerieren mit A ist gleich 10, dahinter schreiben, dann kommt da eine, weiß ich nicht, 24-stellige Zahl oder sowas dabei raus, die teilen Sie durch 97. Größtmögliche Primzahl, die Sie mit 2 Stellen erreichen können. Und das plus 1, meine ich, ist die Prüfziffer. Die steht danach. Und die steht dann nach dem, dann sortieren Sie es wieder um. Ne? Schreiben das als die Bankkennung mit BIC, wenn die Bankleitzahl steht da schon im. Dann müssen Sie die Banken fragen, ist völlig unnötig. Also ich glaube, die es nicht verstanden haben, fragen die ab. Alle anderen brauchen die nicht. Ja, weil die Maske das vorgesehen hat. Ja, ist ja europaweit. Das ist ja zwangsmäßig von der EU eingeführt worden. Aber das war jetzt die Bankleitzahl und die Kontonummer hat. Das ist ja Deutschland so gewesen. Ja.
Also die IBAN-Spezifikation erlaubt mehr als nur das, was Deutschland umgesetzt hat. In Deutschland sind es, glaube ich, 22 Ziffern und die beiden Buchstaben davor. Da gibt es einen größeren Spielraum, mindestens 20, maximal 28 oder irgendwie sowas. So, in Deutschland ist es alles, ist das, das, was ich Ihnen jetzt gerade erklärt habe, war genau die deutsche Spezifikation. Anderswo sieht die ein bisschen anders aus, aber die BIC ist unnötig. Die gibt es auch schon länger. Die hat man ja früher mit BIC und SWIFT, als man die internationalen Überweisungen noch gemacht hat. Da hat man die verwendet. Aber die wird nur da abgefragt, wo man, glaube ich, die IBAN nicht richtig verstanden hat. Eigentlich ist die unnötig. Weil steht alles drin. Okay, so. Jetzt sind wir trotzdem beim Generatorpolynom hängen geblieben. Okay, der Trick ist einfach, Sie generieren jetzt aus Ihrem Datenwort mit dem Generatorpolynom zusammen ein Polynom, das ohne Rest durch den Generator teilbar ist. Die erste Variante, das zu erreichen, ist natürlich einfach Datenpolynom nehmen mal Generatorpolynom. Ergibt zwangsweise was, was ohne Rest durch das Datenpolynom teilbar ist. Gut. Und ist aber wieder unsystematisch, ne? Dummerweise, weil nämlich das Datenpolynom hier nicht mehr voll drin steht. Nicht mehr voll drin steht. Und das ist das dann mit G zu schreiben, war aber doof. Habe ich aber gemacht. Na gut, muss ich mal korrigieren. Muss ich gleich mal. Entschuldigung. Aber ist ja nicht mehr auf YouTube, sodass sich da Leute das nicht mögen können. Es gibt gar keinen Button mehr. Da wollte ich hin. Gut. Nö. Das können Sie selber verbessern. Ich sehe der drauf. Okay, so, das ist doof, weil das wieder unsystematisch wird hier. Besser wäre es, Sie würden hier einen systematischen Code daraus generieren. Und das macht man so, dass man nämlich im Prinzip den Rest in das übertragene Datenwort mit reinpackt, den Rest der Division von einem verschobenen, mehr ist das nicht, verschobenen Datenpolynom durch das Generatorpolynom. Dann ergibt sich eben hier der Rest, das ist dieses K von X. Ist dieses K von X der Rest, der dabei entsteht. Ich habe es ein bisschen anders hier aufgeschrieben. Und wenn Sie das einfach dran addieren, hier Addition, Subtraktion ist ja sowieso das Gleiche in der binären Schreibweise, die wir hier jetzt haben. Wenn Sie das einfach da zu dem verschobenen Datenwort dazu addieren, also hinten dran patschen, dann haben Sie auch da wieder zwangsweise ein Polynom B hier generiert, das ohne Rest durch G teilbar ist. Das ist alles. Gut. Muss man da noch weiter drauf eingehen? Ich habe hier ein Beispiel gemacht, das kann man dann eben über diese Polynomdivision, das haben Sie wahrscheinlich gemacht, ne? Über die Polynomdivision hier sich dann konstruieren, den Rest konstruieren, es hinten dranhängen und so weiter und so fort. Und man kann das auch über das rückgekoppelte Schieberegister machen, das haben Sie wahrscheinlich auch gemacht. Jo. Und hier habe ich das einmal im Detail durchgegangen. Wenn Sie das gerne mögen, kann ich das hier tun, ansonsten mache ich es nicht. Und hier habe ich ein paar wichtige Generatorpolynome aufgeschrieben, nämlich den Hamming 7,4. Das ist einfach der da. Den 15,1, das ist ein CRC4, also ein vierstelliges Ding da. Und dann übliche Worte hier, CRC8 und die Hexdarstellung steht da hinten auch nochmal. Bis hin zu 32, was in verschiedenen Ethernet-Standards verwendet wird. Eine 16-stellige Checksumme, 16-binärstellige Checksumme hier im ZigBee oder im Bluetooth Low Energy. Da hat man gemerkt, dass das mit den 16 zu wenig ist. Da ist man auf 24-Bit-Checksumme gegangen. Hier, Ja, da sind sie einmal angegeben. Just for reference. Also
Also kann man auch, wenn man die CRC-Checksumme erhöht, kann man dann auch mit weniger Energie. Ja, aber da haben wir eine Fehlerrate. Da muss ich auch das mehr denken. Nee, hier geht es ja nur, also diese Checksummen werden ja nicht zur Korrektur verwendet, sondern die werden ja nur zur Fehlererkennung verwendet. So, und das heißt also, die Energie für das einzelne Bit bleibt letztlich. Sie verhindern einfach nur, dass Fehlentscheidungen gefällt werden am Empfänger. Mehr gar nicht. So, wenn Sie die verlängern, erhöhen Sie eigentlich nur die Distanz und Sie können mehr Fehler finden. Oder es können mehr Fehler in dem gesamten übertragenen Wort sein, ohne dass ein gültiges Codewort entsteht und der Fehler nicht gefunden wird. So, das ist ja die Gefahr dabei. Ja. Zur Korrektur selber könnte man die einsetzen, tut man aber eigentlich nicht. Man checkt nur und dann verwirft man. Gut. So, hier habe ich nochmal so einen kompletten Rahmenaufbau von einem 10 oder 100 Base T. Das hatten wir, glaube ich, ganz grob schon mal gesehen. Da sind eben dann diese 4 Octets. Octets ist immer ein Byte, ne? Also Byte, Octet ist dann immer das gleiche Wort. Das weiß ich nicht, warum man das getan hat. Also Octet macht schon Sinn, das sind eben 8 Bits, ne? So, also hier haben Sie diese 32 Bit dann letztlich da drin, ne? Und wie gesagt, das ist der gesamte Rahmenaufbau. Mir kam es jetzt nur hier auf die Frame-Check-Sequence hier am Ende an. Und wie das dazwischen aussieht, sehen Sie ja hier, dass am Anfang hier so eine Präambel kommt, dann hier der Start-Frame-Delimiter, den Sie vielleicht suchen wollen, wenn Sie Voice-over-IP da machen wollen, dann der Adressaufbau, hier die Länge noch dahinter und hier die Daten da, die 1500 als MTU, als normale MTU im Ethernet, also Maximum Transfer Unit. So, hier haben wir nochmal einen etwas komplexeren Blockaufbau hier für das 10G Base T gemacht und da taucht tatsächlich jetzt das LDPC, der Low Density Parity Check Encoder auf. Und zwar hat man zunächst einmal hier den 64er wo haben wir es, den 64-66 Block. Da kommen nämlich hier dann die 65, der wird nämlich hier aufgeblasen, hier die 1, 2, 3, was sind das, 8, 8 mal 8 Bit. Da kommt dann hier da vorne, da ja noch was davor. Da und da, es geht hier in den Scrambler. Der Scrambler sorgt dafür, dass die Bits, die normalerweise nebeneinander liegen, auseinandergewürfelt werden. Und dann packt man hier die Checksumme noch dazu. Packt sich wieder 50 von diesen Blöcken hier zusammen und da noch da die Checksumme, dann eine 8-bittige Checksumme da dran. Das teilt man jetzt auf in 3x512 und 1x1723. Das könnten Sie wahrscheinlich genau ausrechnen, dass das 3x512 plus 1723 genau diese Länge hier ergeben wird. Die 1723 blasen Sie jetzt mit Redundanzbits auf 2048 über einen LDPC-Algorithmus, also über die entsprechende Matrix und so. Und hat dann 3x512 und 4x512 und das gibt man eben dann auf den Mapper und sendet es aufs Kabel. So. Jo. So viel zum Aufbau. In dem Standard, ich habe das jetzt hier nicht rausgesucht, aber in dem Standard
oder zugehören zu dem Standard, gibt es jetzt auch noch so eine Liste, wie diese Matrix genau aufgebaut werden muss. Also Sie finden tatsächlich so ein Textfile, da steht dann drin, die 1 kommt an in Spalte oder in Zeile 1 steht die 1 an Stelle 1700 und 1703 und 1717 und so weiter. Ne? Und in Zeile 2 und so weiter. Also es gibt tatsächlich so eine Liste von, wo sind die Einsen in dem LDPC-Coder. Okay, so, erst Pause oder gleich weitermachen? Oh, eine Viertelstunde, ne?